Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier, ne, und haben hier den Bronco Master Schlüssel gekriegt aus der Kasse. Und genau, jetzt machen wir hier einfach mal weiter und schauen uns mal die Räume an, die noch nicht offen waren. Und vor allem machen wir die Gegner da hinten gleich mal platt. Unten ist nix, oben sind noch ein paar. Und genau, dann würde ich sagen, hier in dem Raum war irgendwie nichts außer ein MP-Wasser. Aber es gab da ja noch dieses andere Rätsel. Bronco Hauptschlüssel benutzt. Es gab da noch dieses... Wow! Gott, Zombies, Leute. Ja genau, ich benutze jetzt mal die Hydra-Munition hier. Ach, komm schon, weißt du was? Feuerball. Zack! So, genau. Diese Zombies hier, ey. So. Ja, ich muss irgendwann mal wieder Munition kaufen, aber ich glaube, erstmal noch nicht. Erstmal noch nicht, Leute. Und ach Mann, wisst ihr was? Ich habe schon wieder meine Uhr vergessen. So, gut. So, genau, wir haben eine neue Rüstung gekauft. Kriegen jetzt Harpies auch noch dazu. Und schauen uns ja jetzt mal hier in diesem neuen Raum um. Haben wir denn hier irgendwas? Weil wenn hier auch nichts ist, ne? So, hier zwei Betten. Okay, da ist ja auch noch ein Fernseher, da sagt sie auch nichts zu. Ich glaube, Moment, gehen wir erstmal nochmal hier hin. Hier ist nämlich auch noch so ein Schrank. Nicht einmal ein Bademantel. Kein Wunder bei so einem schäbigen Motel. Hey, das Motel hat Style. Ist ja gut. Oben ist auch nichts. Nichts von Interesse. Was haben wir hier? Ein verblasstes Porträt. Billy the Kid. 1859 bis 1881. In seinem 21 Lebensjahren hat er 21 Morde begangen, Freunde. Wir sind in dem Raum. Weil, wie ihr euch erinnert, in dem Rätsel da letztens, wurde was von 21 Jahren gesprochen. Ein Gesetzloser. Ich hasse solche Typen. Billy the Kid. Wir sind in dem Raum, Leute. Wir kriegen unseren letzten Hinweis hier. Wir kriegen unseren letzten Hinweis. Dort, wo man sie spiegelt. Also hier in dem Spiegel, oder was? Oder was ist das? Im Spiegel steht etwas geschrieben. Ha! Da ist es doch, Leute. Löse das Rätsel. Das ist unser letzter Hinweis. Wir hatten ja die 4 und die 8 hatten wir ja damals, ne? Genau, Leute. Wo Sinnesorgane und Haare sich spiegeln. Zähle die silbernen Bretter an den Wänden. Geh nun zum nächsten Ort. Eine geheime Tür, wo der Mond scheint. Das war das. Das war das, wo wir da in der vorletzten Folge diese heftige Cutscene gesehen hatten. Eine geheime Tür, wo der Mond scheint. Irgendein Gekritzel. Gut, also da, wo der Mond scheint, da gehen wir sowieso gleich nochmal hin. Da müssen irgendwo sieben... Na, da müssen irgendwo Bretter sein. Im Brunnen war auch viel Wasser. Anscheinend gibt es hier genug Wasser. Ein Wasserklo. Ja gut. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber okay. Eine Dusche? Gibt's hier nicht. Okay, Leute, wir haben diesen Hinweis. Irgendein Gekritzel. Mehr sagt sie hier nämlich nicht dazu. Gut, wir hatten ja die 4 Pinkelbecken. Die 8 Fässer. Müssen wir jetzt silberne Bretter an den Wänden zählen, in dem... anderen Bereich dahin. Da würde ich sagen, gehe ich da doch direkt mal hin. Das sind nämlich auch noch... Da sind auch noch Gegner. Ja, ja, das sind auch noch Gegner. Gut, Leute. Gehe ich da zuerst hin, bevor wir die Räume weitermachen, weil, ja. Ah, nein, das wollte ich gar nicht. Telefon. Hier rein. Ah, ja. So. Hä? Hier sind Gremlings drin. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Das ist jetzt gemein. Oh, was war das denn? Das war voll verlegt, ey. So. Und zack. Und zack. Ah, schneller. Schieß doch den da unten kaputt, Mensch. Was macht der denn da mit dir? Der beißt dich in die Beine. Ja. Ah, verdammt. Okay, mach dir. Feuer. Ah, verdammt. So. Ah ja, Mensch. Die machen viel Schaden. Diese Gremlings, ne? Die machen viel Schaden. Diese Goblins. So. Alles klar, ich werde mir, glaube ich, als nächstes
Die Heilung werde ich mir hochleveln, deswegen spare ich jetzt gerade so ein bisschen die XP, Leute. Weil die kostet 1750. Weil Heilung Level 2 ist schon besser als Heilung Level 1, ne? Ist immer so. Motten. Okay, hier sind Motten. Warum sind hier Motten? Ah ja, jetzt ist ich doch da oben drauf. Verdammt! Und ich bin wieder voll reingelaufen, ey. Mann! Verdammt nochmal. Jetzt lass mich doch. Was soll das denn, ey? Ist da was? Ich projiziere. Wir ziehen zwei. Boah, das ist eine miese Stelle hier. Oh, so. Mach mal Plasma. So, mach mal nochmal Plasma. Oh, Mann. Das ist ja nochmal Plasma. Vor allem die Biene da. Oh, da sind noch mehr Bienen. Ah, verdammt. Und weich aus. Gut. Dann mach den blind weg. Und lauf. Mach mal Plasma. Ich habe keine MPs mehr. Verdammt nochmal. Ich hasse das. So, jetzt aber hier. Mach die scheiß Hunde platt. So. Der eine ist weg. Und schieß. Puh, Leute. Boah, das war ein heftiger Raum. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Also der Raum, der war echt krass. Wow. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich glaube, wir sind hier. Na? Hier war das doch mit dem... mit den silbernen Brettern. Eine geheime Tür. Aber wo sind denn hier... silberne Bretter an den Wänden? Moment. Meinen die vielleicht hier diese... hier diese Fensterläden? Kann das sein? Was? Ich sehe einen Schrottberg. Okay. Silberne Bretter an den Wänden. Moment. Hier sind keine silbernen Bretter. Hier sind Goblins drin. Oh nee, Leute. Ich hasse die Dinger. Und ich habe natürlich nicht genug... verdammte Kacke. Ich habe natürlich nicht genug... Nimm mal Cola, komm. Und mach jetzt hier mal... So. Das waren nur zwei, aber... Oh, da sind auch noch Babys, okay. Die kann ich ja nutzen, die Babys. So, genau. Genau so, Leute. Puh. Okay, da habe ich jetzt echt meine Cola gebraucht, ne? Wow. Nicht schlecht. So, Leute, silberne Bretter an den Wänden. Die meinen vielleicht diese Fenster hier, ne? Eins, zwei... drei. Die meinen die Fenster wahrscheinlich. 4, 5, 6, 7. 7, Leute. 7 Fenster. Wir haben 7 Fenster. Genau. Und was war hier noch? Der Mond. Jetzt sagt sie nichts mehr dazu, ne? Also wir haben die 4. Wie viele Telefone war das, glaube ich, damals noch, ne? Oder? Ja, wir haben die 4, die 4, die 8 und die 7, Leute. Die 7 Fenster hier, das war wichtig. Die 4 Pinkelbecken, die 8 Fässer im Keller, die 7 Fenster und noch eine 4. Ich glaube, das waren die 4 Telefone. Genau, Leute. Genau, wir haben einen vierstelligen Zünd. Wir haben einen vierstelligen Code. So. Dann würde ich mal sagen, bevor wir jetzt da oben den Benzinkanister holen, gehe ich nochmal kurz zum Douglas und mache nochmal die Gegner da hinten bei ihm platt. So. Genau, Leute. Wir haben 4487. Die Zahl sollten wir uns mal merken, Leute. Ich weiß nicht, ob es die richtige Reihenfolge ist, aber ich denke mal. Genau, Leute. Cooles Rätsel auf jeden Fall. Sehr cooles Rätsel, ja. So, Leute, dann. Ach, schaut mal, wer da liegt. Der repariert seinen Truck. Schaut mal da. Das ist der Douglas. Im Hotel ist ein Benzinkanister. Suchen Sie ihn. Ein hellgrüner Metallkanister. Okay. Na gut. Der repariert das Auto.
ein schäbiger Pickup-Laster. Damit fahren wir in Bunker, Eier. Man hat hier was verbrannt. Weil hier geht's nicht, weil wie ihr seht... wo war das? Moment, ich suche jetzt gerade nochmal hier diesen Kanister. Gut. Ah nein, das wollte ich jetzt nicht. Shit. Nee, nee, passt schon. Egal, mache ich einfach beim nächsten Mal. So gut. Hä? War das Auto weg? Nochmal kurz gucken. Ich dachte schon. Nee. Doch, jetzt ist es weg. Komisch. Naja, egal, Leute. Wir spielen so viel rum. Wir müssen weiter im Text. Hier ist ein Gegner. Boah. Oh, Gottes Willen, nee. Dann machen wir hier Combustion. Die ist doch da irgendwo. Ja. Seht ihr das da? Ach, verdammt nochmal. So. Oh, Gottes Willen, ey. Komische Enten hier. Mach den kaputt. Los. Ach, verdammt. Mach hier Plasma. Komm, Plasma. Oh, Plasma. Ih, was? Gottes Willen. Ah, wisst ihr was? Wir können den Debuff hier machen. Und wenn das trifft, dann sind die sichtbar. Schaut mal. Die kommen immer wieder zum Vorschein da. Seht ihr? Der Debuff macht die sichtbar. Richtig gut. So als Firefly-Ersatz. Richtig gut. Boah. Die Gegner, die werden krasser. Auf jeden Fall. Wir brauchen jetzt auch die extra HPs hier von der Weste, weil... Sonst verbrauche ich meine Items schneller, als ich gucken kann. Boah. Und wir haben jetzt endlich diese XPs, Leute. 2100. Das heißt, wir können endlich Healing auf Level 2 machen. Richtig gut, Leute. Wir haben jetzt eine stärkere Heilung. Geht auch schneller zum Zaubern, wie ihr seht. Schaut mal. Richtig gut, Leute. Ja. Und unsere MPs waren wieder voll, ne? Gut. Gut. Was wollte ich jetzt als nächstes machen? Stimmt. Wir wollten ins Motel und jetzt endlich diesen Benzinkanister holen, ne? Und die restlichen Räume nochmal abchecken. Was es da noch so gibt. Wäre das vielleicht kürzer gewesen da andersrum? Na, ist egal. Es eilt ja nicht. Ne? Es eilt ja nicht. So, Leute. Dann müssen wir nochmal nach da oben. Weil da oben waren noch zwei Räume, die noch zu sind. Genau, und die würde ich ganz gerne jetzt mal erkunden. So. Sind da Gegner? Hier sind Gegner. Okay. Ach, die wollen mich schon wieder erschrecken, ne? Oh, Gott. Ja, das haben sie auch geschafft. Boah, ey. Mensch. Diese komischen Spinnen hier, ey. Mann, Mann, Mann. So, dann bleibst du mal sichtbar, ja? So, bevor du dich jetzt unsichtbar machst, mach mal hier den Debuff. So. Und... dann wirst du wieder schön sichtbar, ne? Genau hier. So. Weg mit dem. Genau, Leute. Boah. Die Gegner. Ja, ja. Ich merke schon. Ich finde das geil, wie sich die immer auflösen. So. Hier, seht ihr? Bronco-Hauptschlüssel benutzt. Da ist nämlich jetzt dieser nächste Raum da. Oh, Zombies. Oh, das ist so ein typischer Flair-Raum, ne? Aber Flair habe ich ja leider nicht. Mach da oben, Mensch, diese Bienen da. Ach, verdammt. Ja gut, dann mach den Zombie, komm. Ist okay. Mach die Biene. So. Lass mich in Ruhe. Ihr seid ekelhaft. Mach mal Debuff, komm. Mach den Debuff. Mensch, mach den Debuff. So, Mann. Verdammter Scheiß, die sind so ekelig, ey. Die ziehen auch so viel ab, ne? Ich finde das gut, lila Zombies. Das war's, Leute, boah. Die Gegner werden echt nerviger, ja. Gut, da haben wir jetzt aber zumindest mal unsere stärkere Heilung. Die 40 HPs heilt. Seht ihr das? Sehr schön. Boah, 6 MP, ey. Shit, Freunde. So, das liegt aber auch daran, weil wir uns nichts kaufen, ne? Was haben wir denn hier noch Schönes? Was? Was? Die Treppe vom Motel. Ah, okay. Also nix. Am TV ist ein Münzeinwurf. 50 Cent für 3 Stunden. Das ist Wucher.
50 Cent? Ja, gut, ich meine, normalerweise zahlt man da nichts für, ne? Ein Münzfernseher. Aha, okay. Gut. Moment, gab's da an dem Tisch noch irgendwas? Nee. Okay. Gut, dann haben wir hier noch so einen Schrank, ne? Oder was ist das? Ein Kleiderschrank ist nichts. Hier oben ist was. Sehr schön, Leute. Zusatztasche ist sehr geil, Leute. Eine Zusatztasche, die werde ich direkt mal benutzen. Eine Zusatztasche, hier oben die. Zack, benutzen. So, weil mehr Platz ist immer gut, Leute. Auch wenn wir den momentan nicht benutzen. Moment, eigentlich ist das blöd, ne? Wir können den ja benutzen, den Platz. Für die PA3 haben wir ja jetzt keine Muni mehr, ne? Hm. Gut, dann mach ein P-Wasser 2 rein. Mach einfach die Ringerlösung rein, komm, ist jetzt egal. Und das war's. Mehr habe ich auch erstmal nicht, ne? Aktuell. Gut, nichts mehr da. Okay. Da ist noch so ein Bild, Eier. Was sagst du denn zu dem Bild? Eine Frau in Männerkleidung. Calamity Jane. Eine Revolverheldin aus dem Wilden Westen. Calamity. Katastrophe. Genau wie ich. Was? Okay. Was? 1852 bis 1903. Ja gut, Leute. Klo. Die Oberfläche vom Spiegel ist abgeblättert. Hier ist kein Klo? Doch, eine Kloschüssel. Ja, die sieht man nur nicht so gut, ne? Nichts von Interesse. Okay. Meine Augen. Sie leuchten grün. Okay. Hm. Ah ja. Alles gut. Ich sehe mich doppelt. Ey. Was ist los? Okay. Das ist ein bisschen gruselig jetzt gerade. Die Treppe vom Motel. Das ist creepy. Aber sonst ist hier nichts. Sonst ist hier nichts drin, Leute. Gut. Dann würde ich mal sagen, ja, gehen wir mal hier rein. Hier hinten war es noch, ne? Da war dieses Lager, genau. Bronco-Hauptschlüssel. Da war dieser Lagerraum, genau. Warum hört ihr die Musik auf, Leute? Was ist denn hier? Ist nichts. Okay. gut, dann würde ich sagen, Lagerraum ist doch gut, ne? Hört sich gut an. Ein Wäschekorb. Unter den Leinen ist nichts. Nichts Besonderes, okay? Was haben wir denn hier? Warum ist die Musik aus? Eine Wäschepresse. Hä? Was ist denn eine Wäschepresse? Kenne ich nicht, das Gerät. Ein Wäschetrockner. Das kenne ich. Man sollte nie Wäsche zu lange im Trockner lassen. Das stimmt. Damit sie nicht kraus werden, ne? Die Klamotten. So, Leute, dann. Hier ist irgendwie nichts, ne? Na, hier ist Wasserrohr und Putzgeräte. Okay. Nichts von Interesse. Ist hier nichts da? Ein Buch mit einem Emblem. Die endliche Geschichte. Es handelt von einem Mädchen in einer mysteriösen Welt. Die Realität ist mysteriös genug. Das stimmt. Ein klassisches Radio, wie aus einem Museum. Aha, okay. Interessant, was sie hier alles zu sagen hat, ne? Eingemachte Marmelade. Nichts Besonderes. Ja, nimm noch mit. Das kann dir helfen. Nichts Besonderes. Jede Menge Konserven. Brauche ich nicht. Doch, Corona-Krise und so. So, Leute. Da ist dieser Plastikkanister. Aber den werde ich jetzt erstmal noch nicht aufsammeln, weil schauen wir uns erstmal noch ein bisschen hier um. Im Karton sind Glühbirnen und was, Glasscheiben, glaube ich. Ja, Glasscheiben. Nichts von Interesse. So, okay. Gut. Sagst du hier noch irgendwas zu? Nimmst du irgendwas mit? Farbtöpfe. Kein Bedarf. Mensch, ah ja. So eine Spaßverderberin. Nichts von Interesse. Ja gut. Leute. Ein Panzerschrank. Ein vierstelliges Nummernschloss. Genau, Leute. Dieser Schrank. Nummer eingeben. Drehen. Welche zuerst? Ihr erinnert euch?
Dieses Rätsel, was wir da hatten. Vierstelliges Nummernschloss. Wir haben ja diesen Code bekommen. Durch diesen ganzen Papierkram da mit dem Löse das Rätsel. Diese ganzen Papierschnipsel. Und wir hatten ja zuerst vier Pinkelbecken. Danach kamen ja die vier Telefone. Danach kamen die acht Weinfässer. Und danach kamen die sieben Fenster in dem einen Gebäude da, wo die Frau drin war. Da-da! Es hat irgendwo Klick gemacht, Freunde. Der Panzerschrank ist offen. Eine Flasche, Freunde. Genau, dieses ganze Rätsel mit diesem Aufteilen, Papierkram und so, nichts mehr drin, war nur für dieses eine Item hier. Diese Flasche, Leute. Weihwasser. Eine Aufschrift Weihwasser. Steckt man es in die Tasche? Fragezeichen, Leute. Keiner weiß, was es macht. Aber ich habe gelesen, dass es, wenn man es ins Inventar tut oder wenn man es benutzt, kriegt man hier die... Moment, kriegt man hier die... ich kann es euch ja zeigen. Ich mache danach ein Save State, weil ich will das nicht machen. Benutzen. Metabolism freigeschaltet, Freunde. Wenn wir das benutzen, dann haben wir jetzt den Metabolismen hier auf Stufe 2 kostenlos. Aber das möchte ich eigentlich nicht, Leute. Deswegen lade ich jetzt nochmal hier den Save State. Einen Moment. So. Und das Weihwasser stecke ich nämlich hier ins Inventar rein. Weil das Weihwasser sorgt dafür, dass wir, glaube ich, weniger Schaden kriegen. Wir kriegen da, glaube ich, weniger Schaden durch. Genau. Und das ist doch ein geiler Effekt, Leute. Sehr sau interessant. Und ich merke gerade, oh je, wir rennen hier echt auf Sparflamme rum, ne? Ich muss noch mal ein paar Munition kaufen beim Blacklist. Gut, Leute. Wisst ihr was? MP6, das ist gefährlich jetzt, ne? Aber egal, Leute. Guck noch mal kurz auf die Karte. Da sind keine Gegner mehr. Kann ich bei ihm denn was kaufen? Ich glaube ja, ne? Gut, Leute. Dann haben wir jetzt das Weihwasser uns besorgt. Und dann nehmen wir den Benzinkanister. So. Er scheint leer zu sein. Da ist der Benzinkanister, den wir brauchen, Leute. Und zack. Boah, ich habe mich damals so erschrocken bei dem Gegner. Wirklich. So. Wo sind die denn? Da hinten. Ah! Okay, mach mal einmal Plasma, komm, das schaffst du. Nein! Ah, verdammt, ich mach den weg. Mach die kaputt hier, los. Verdammt. So, der eine ist kaputt. Mach den Plasma da drauf. Und den. Tag nach, schnell. Schnell, der will ich anspringen. Igitt. Verdammt. So, und... ich habe keine MPs mehr hier. Null. Ah, Leute, jetzt hör auf damit. Das ist doch kindisch, was ihr da macht. Hört doch mal auf, Mensch. Na, ich bin voll auf Sparflamme gerade. Das ist so krass, Leute. Ich bin total auf Sparflamme. Das reicht doch nicht mal. Ich werde gleich ein MP-Wasser brauchen. Ja, ja. So, Leute, ich bin komplett leer. Die Granaten werde ich jetzt nicht benutzen. Ist da was? Nimm einfach eine Ringerlösung. Warum denn nicht, Leute? Wir haben es ja. So. Die Ringerlösung, die war eigentlich nur für Notfälle gedacht, aber das hier ist ein Notfall, Leute. Ich habe keine Muni mehr. Verdammt nochmal. Der ist immer noch da. Was macht den kaputt? Was soll denn das? So. Jo, Leute, wir haben alle unsere Muni verbraucht. Kriegen aber eine Medizin Level 3 wieder. Gott sei Dank, ey. Puh. Okay, wir leben noch. Haben 999 XP. Haben fast keine Items mehr. ja, das ist ganz schön heftig. Gut, dann wisst ihr was, dann gehe ich jetzt gleich nochmal kurz zum Auto und hol mir nochmal ein paar Items. Weil falls wir da beim Darkless nichts kaufen können, ist das blöd. Wir müssen sowieso zum Auto, weil... Schaut mal hier. Woher bekomme ich Benzin? Ach ja, natürlich. So, Leute. Benzin kriegen wir von der Gasstation da unten. Wir sind ja an der Tanke, ne?
Das heißt, da können wir da unten Benzin reinfüllen in diesen Kanister. Genau, Leute, dann würde ich sagen, müssen wir ja sowieso zum Auto zurück. Ne? Dann machen wir das doch mal. Wir haben alle Gegner gecleant. Hier ist nichts mehr. Von daher, jo, können wir gleich schön shoppen gehen. Wie viele Dings haben wir denn? Wie viele? Knapp 6000. Ja, damit kann man schon was Gutes machen. Damit kann man schon was Gutes machen, Leute. So, aber erstmal hier schön zum Auto. So, ja, genau, das war hier vorne. Boah! Oh nö, wo kommt die denn her? Ja gut, dann muss ich erst mal meine MPs verbrauchen. Komm. Ah, verdammt. Wo kommen die denn her? Ja gut, dann mach halt ganz oft Plasma hier. Los. Dann mach halt ganz oft Plasma, verdammt. Nein, Leute. Ich hab keine Dings. Ach, wisst ihr was? Dann nimm die eine gerade. Verdammt. Das war ein Fail. Ich habe einfach meine Granate verballert. Naja, egal, Leute. Wisst ihr was? Ich habe doch damit jetzt... Ich habe doch eine. Okay, ich hatte noch eine. Na gut, dann... Ach man, dann war das MP-Wasser jetzt verballert. Ach, ja, schade. Egal, Leute. So ein paar gute Items mal verballert. Haben wir hier noch was drin? Nichts mehr an Muni, ne? Aber wer hätte denn auch damit gerechnet, dass die Gegner da auf einmal rauskommen? Also wirklich. Gut, Leute. Die Sturmjacke kann weg. Gut, die Granatenpistole ist ausgerüstet. Medizin Level 1 rüber. 2 rüber. 3 rüber. Proteinkapsel rüber, die werde ich benutzen. Und ansonsten... haben wir jetzt hier nur Sachen drin, die ich nicht unbedingt brauche, ne? Batsch, ja, genau. Gut, da muss ich jetzt tatsächlich, hier, auf die normale Muni zurückgreifen. Die normale 9mm Muni. Gut, Leute, dann wisst ihr was. Wir haben alles aufgebraucht, ne, vom Anfang. War auch klar, dass das irgendwann passiert, klar. Aber, ja, so. Schade, dass das eine MP-Wasser weg ist, aber... Das hier benutzt du mal bitte. 140 MP. HP, Freunde. Richtig gut. Nee, nicht verschieben. Nicht benutzen, verschieben. So rum. Ah nein, das ruckelt so ein bisschen. Warum ruckelt das denn jetzt? Verschieben. So. Tu noch eine Medizin Level 1 rein. Und hier tue ich noch eine 2er rein. So. Alter. Noch einmal sortieren. Dann haben wir es jetzt hier schön übersichtlich, ne? Pff. Ja, so ungefähr. Hierfür haben wir keine Muni mehr. Moment, dann macht das hier. Austauschen. Aus der Weste entfernen. So, Leute. Dann genau wie die Granatenpistole auch raus. Gut, von der Weste entfernen. Alles klar. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen... machen wir mal das hier. Hier ist eine Tanke, Leute. Die Zapfsäulen scheinen noch okay zu sein. Genau, wir brauchen hier diesen Benzinkanister, Leute. Zack, und dann füllt die gleich das Benzin ab. Perfekt, Leute, wir haben Benzin bekommen. Sehr schön. Wunderbar. Dann würde ich sagen, bringen wir den ganzen Rotz jetzt mal zum Douglas und ich hoffe, ich kann bei dem Munition kaufen. Lange werde ich nämlich mit der normalen Muni nicht rumlaufen. Keine Gegner. Sehr gut, Leute. Da ist meine Uhr, Leute. Ich gehe jetzt aber noch kurz zum Douglas und in der nächsten Folge geben wir ihm dann das ganze Zeug hier. Ne? Und ja, dann würde ich mal sagen... bedanke ich mich trotzdem schon mal jetzt, schon mal vorher, dass ihr hier dabei geblieben seid bei Parasite Eve 2. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Und jo, Leute, da ist der Douglas. Allerdings, Freunde, würde ich sagen, geben wir ihm das Zeug das nächste Mal. Dann würde ich sagen, schneide ich das jetzt erstmal und da mache ich dann jetzt erstmal Schluss. Und ja, wenn solche
gefallen hat, wie gesagt, lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschö, tschö.